So, guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu Ihrem Mathestudium hier in Tübingen. Ich kämpfe noch ein bisschen mit der Technik heute früh. Ich kann das gleich sagen. Ich habe das Streaming angeschaltet und auch die Aufzeichnung. Das heißt, wenn Sie im Laufe des Semesters irgendwann, aus welchem Grund auch immer, mal nicht kommen können, wenn Sie sich nicht gut fühlen, dann lieber nicht den Rest um Sie rund anstecken. Dann können Sie sich auch immer hier zuschalten. Also ich werde das schauen, dass wir immer live streamen hier aus dem Hörsaal raus und Ihnen auch noch eine Aufzeichnung hinterher anbieten. Das Ziel ist natürlich, dass wir hier zusammenkommen und gemeinsam Mathe lernen. Das macht dann noch mehr Spaß, als wenn wir einzeln zu Hause rumsitzen. Okay. Jetzt gucken wir mal. Wenn Sie diesen QR-Code da oben scannen, das haben einige schon gemacht, dann oder den Link, der da in Orange steht, irgendein Gerät eingeben, dann kommen Sie auf Tweetback und da biete ich Ihnen immer an, dass wir so eine Chatwall hier haben und benutze das gelegentlich für eine Umfrage oder ein Quiz. Wenn Sie jetzt hier gerade in den Bereich Quiz gehen, dann laufen da die Umfragen, was Sie davon halten, dass hier Mathe steht und was Sie studieren. Also sagen Sie mir da, geben Sie mir da gerne mal eine Rückmeldung hier, dann sehen wir schon, dass das alles funktioniert. Und ich gucke, dass ich das so ein bisschen im Auge behalte. Und es ist aber natürlich auch immer okay, hier die Hand zu heben. Das ist natürlich noch viel unmittelbarer, als was auf die Chatwall zu schreiben. Aber so haben Sie alle die Möglichkeit, hier zu interagieren und auch die, die jetzt nicht hier im Saal sind, sondern vielleicht zugeschaltet. Jawohl, bitte. Ja, genau. Also ist das anonym oder nicht? Genau. Wenn Sie hier die Hand heben, dann sehe ich natürlich, wer die Hand gehoben hat. Wenn Sie dort oben bei Tweetback reingehen, da können Sie sich selber noch irgendwie so einen Namen geben, wenn Sie posten. Oder Sie können auf anonym schalten. Und wenn Sie sich selber keinen Namen geben, sondern einfach nur posten, dann entscheidet auch nur irgendeine kryptische Nummer oder sowas. Das heißt, das können Sie also gerne so anonym machen, wie Sie wollen. Es ist allerdings auch immer super, alles Mögliche zu fragen, egal ob das jetzt was Schwieriges oder Einfaches ist. Aber wenn Sie es gerne anonym haben wollen, auf dem Tweetback-Ding geht alles anonym. Gut. Jetzt muss ich mal noch weiter gucken. Ich habe hier noch so eine komische Anzeige. Ja, gut. Okay. Also, wir haben schon gesagt, wir machen hier Mathe zusammen und das stößt auf unterschiedlich viel Begeisterung. Sie alle haben sich nicht Mathe als Studienfach ausgesucht, sondern was anderes. Wir haben hier bisher. Mal das sehen hier. Ah, super, das läuft doch. Wir haben schon über 140 jetzt, glaube ich. Nee, abgestimmt, echt? Ist das so? Ja. Jawohl. Also, machen Sie weiter. Biochemie führt im Moment. Aber alles hat schon Stimmen bekommen, glaube ich. Okay, wo ist Biochemie? Herzlich willkommen, hallo. Chemie sehe ich hier auch im großen Ding. Chemie, hallo. Bisschen Mathe machen wir hier und eigentlich wollen Sie Chemie machen, das ist okay. Nanoscience wäre der nächste. Sollen wir der Größe nachmachen? Das ist eigentlich auch gemein. Wir gehen im Kreis rum weiter. Geoökologie, wo ist Geoökologie? Hallo, Geoökologie. Wunderschön, herzlich willkommen.
Nanoscience hatten wir gerade schon gesagt. Ah, Sie haben sich schon so ein bisschen so gesetzt nach Fach, ne? Herzlich willkommen. Geowissenschaften haben wir noch. Super, so ein Streifen in der Mitte. Schön. Also es ist wunderbar, Sie sehen, Sie studieren alle unterschiedliche Sachen. Wir haben noch nicht mal alles durch. Physik, er macht Physik. Sehr gut, Sie werden PhysiklehrerInnen später mal. Das ist klasse, da kommen Sie auch nicht ganz ohne Mathematik aus. Und da wollen wir schauen, dass wir das hier unterbringen. Umwelt- Naturwissenschaften haben wir noch. Jawohl, hallo. Sehr schön, dass Sie alle da sind. Hier haben wir noch irgendwas Kleines. Was ist das? Was anderes? Was haben wir vergessen? Wollen Sie es noch beisteuern? Aber wenn Sie sich nicht outen wollen, ist auch okay. Also wer auch immer hier ist, ist wunderbar. Kommen Sie, bleiben Sie dabei. Hier ist noch ein ganz dünner NWT. Haben wir auch einmal dabei. Jawohl, Sie dürfen zeigen. Dann herzlich willkommen. NWT-Studiengang, sehr gut. Okay, Sie alle haben nicht Mathe ausgesucht und sind jetzt hier bei Mathe gelandet und haben auch schon ein paar Kommentare dazu auf die Chatwall geschrieben. Wir sehen hier auch, das System funktioniert mit dem Abstimmen. Wir hätten hier außerdem noch, wie gut ist es, dass hier Mathe draufsteht? Das ist ja gar nicht so schlecht. Super, Mathe macht Spaß, sind ja recht viele. Also mit den 63 habe ich es leicht, das ist klar. Horror, in Mathe war ich immer schlecht, ist natürlich so eine Sache. Ich hoffe, wir können trotzdem hier und da was Interessantes bringen, vielleicht mal was Neues, vielleicht was wiederholen, was Sie auch schon mal gesehen haben. Und sehr viele haben angekreuzt, naja, aber wie soll das auch sonst funktionieren bei dem, was sie machen? Das ist dann natürlich mit Widerwillen, das ist klar. Vielleicht kann ich Ihnen hin und wieder auch mal zeigen, dass Mathe an und für sich schön ist, dann fällt es einem leichter, sich dafür zu motivieren. Aber selbstverständlich machen Sie es, weil Sie es benutzen wollen. Das heißt, Sie fragen sich auch immer wieder, wozu brauche ich dies, wozu brauche ich jenes? Dann kann ich vielleicht nicht jeder und jedem von Ihnen immer genau das Beispiel nennen, wo Sie es jetzt gerade brauchen. Aber es lohnt sich natürlich auch ein bisschen rumzufragen. Also reden Sie auch mit anderen. Ich meine, Sie reden vielleicht manchmal drüber, wie scheiße das alles ist mit Mathe. Dann reden Sie auch drüber, wenn Sie mit Leuten reden, wo habt ihr denn jetzt plötzlich Mathe gebraucht? Und dann ist klar, so eine Veranstaltung hier, das, was wir hier machen, das wird weder notwendig noch hinreichend sein. Also wir werden, wenn wir nur das machen, was jeder und jede von Ihnen dann im Verlauf des Studiums und später braucht, dann können wir heute aufhören, das ist klar. Weil der Durchschnitt wird irgendwie sehr klein sein, was Sie alle brauchen. Und wenn wir alles machen, was bei irgendwem irgendwo mal vorkommt, dann reichen zwei Semester nicht. Und deswegen machen wir hier so einen Rundumschlag mit einer Basis. Sie werden hier und da, Sie werden noch gar nicht wissen, was Sie später mal brauchen, aber Sie werden hier und da irgendwelche Dinge sehen, die Sie dann mal wieder brauchen. Und Sie werden auch mal welche sehen, die bei Ihnen dann nicht so prominent vorkommen. Aber das wissen Sie jetzt noch gar nicht. Und jetzt fällt mir irgendwie auf, es steht zwar da, wer ich bin, aber ich habe mich gar nicht vorgestellt. Gell? Ich habe einfach so angefangen zu reden. Also, mein Name ist Keppeler, Stefan Keppeler. Ich bin im Fachbereich Mathematik. Wir machen hier je nach Studiengang ein Semester oder zwei Semester gemeinsam Mathematik miteinander. Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen heißt die Veranstaltung. Und Sie haben schon gesehen, was unter NaturwissenschaftlerInnen so alles an Studiengängen hier dann versammelt ist. Und ich freue mich drauf und manche von Ihnen offensichtlich auch und andere weniger, aber wir werden schon irgendwie miteinander klarkommen. Gut. Also das hier möchte ich benutzen, gelegentlich für Quizze oder Umfragen.
Und Sie kommen da rein mit welchem Gerät auch immer. Das geht vom Smartphone bis zum Laptop, alles hier, das Feedback. Und für Rückmeldungen, ich sehe, die Chatwall läuft über. Ja, das war natürlich klar. Das war natürlich klar. Sie können hier natürlich auch ein bisschen für Unterhaltung sorgen und über den VfB reden oder sowas, wobei das ist auch nicht immer nur freudig dann, ne? Schon als ich Kind war, hat mein Vater zu mir gesagt, es ist nicht immer leicht, VfB-Fan zu sein. Also, es ist natürlich so, wenn wir sehr viel Scherzchen und andere Sachen auf der Chatwall haben, dann sehe ich vielleicht nachher irgendwas nicht, was sich direkt auf die Veranstaltung bezieht. Also ich scroll da gelegentlich durch und schaue, was wir unterbringen können. Ich kann auch hier das mit dem Voting machen. Ich kann hier umschalten auf Popular First. Das heißt, oh, ja. Also, Sie sehen, dann wird es automatisch sinnvoller, wenn ich die Posts, die am meisten Stimmen bekommen habe, nach oben bringe. Dann sind es nur die vernünftigen, inhaltsbezogenen Kommentare, das ist klar. Ah, das sehen jetzt gerade, ich muss hier noch ein bisschen an der Technik arbeiten. Jetzt muss ich mich bei denen, die zugeschaltet sind, entschuldigen. Diese tiefsinnigen Gags jetzt gerade haben Sie nicht gesehen, weil ich bisher, was muss ich denn machen? Ich muss, glaube ich, das so machen, dann sehen Sie auch zu Hause jetzt die Chatwall und hier im Hörsaal sehen Sie sie dafür dann doppelt. Okay, aber das war jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Genau, bitte Ruhe. Also wir können, wie gesagt, wir können hier alles Mögliche unterbringen und bisher gab es ja auch noch nicht so viel. Ui, was ist das? Bisher gab es ja auch noch nicht so viel Möglichkeit, was Sinnvolles zu schreiben. Wir haben ja noch gar nicht groß angefangen. Aber das wollen wir dann in Zukunft nutzen. Und dann sollen wir schauen, dass wir es... Oh nee, bitte nicht. Ja, die Plattform gefällt Ihnen nicht. Was hätten Sie gerne für eine... Ups, jetzt ist es weggerutscht. Ne? Vielleicht ist doch besser, ich gehe auf das der Reihe nach. Was meinen Sie mit eigener Plattform? Also Sie dürfen das gerne sagen oder hier nochmal drunter schreiben. Was wir hier live, meinen Sie jetzt das, was ich hier im Hörsaal verwende, als Audience Response System? Das ist einfach, Sie müssen sich nirgendwo einloggen. Wenn ich mit Ilias oder sonst was arbeite, dann haben wir genau die Frage vorhin, dann hemmt das vielleicht, weil es direkt mit Ihrem Account verknüpft ist. Sie brauchen Ihren Login und sonst was. Hier auf dieses Ding, da kommen Sie rein, scannen den QR-Code oder tippen das Vier-Buchstaben-Kürzel ein und dann sind Sie hier auf der Chatwall. Also das ist tatsächlich Absicht, dass wir das benutzen. Ah, URM, da sind Sie schon. Okay, das kommt gleich. Ja, okay, Mathematiker sind speziell. Sind Sie, da haben Sie natürlich recht. Okay. Dann schalten wir nochmal um. Das bereits, jawohl. So, hier habe ich Ihnen angegeben, das ist die Vorlesungs-Homepage. Da ist alles auch nicht versteckt, brauchen Sie auch kein Login, kommen Sie direkt drauf. Alles, im Moment noch nicht alles, aber alles Material, was ich Ihnen zur Verfügung stelle, kommt entweder direkt dorthin oder ist von dort aus verlinkt. Und da die Uni-Adressen immer so lang sind, haben wir hier so ein Kürzel. Also Sie gehen zu tinyurl.com und dann steht da Wintersemester 22/23 minus Mathe 1 für NaturwissenschaftlerInnen. Und dann haben Sie die Vorlesungs-Homepage und dort finden Sie alle Informationen zur Veranstaltung hier. Da packe ich Ihnen dann ein Vorlesungsskript hin, dort kommen Übungsblätter hin, erkläre ich
nächstes Mal noch, was Übungsblätter sind und wozu die gut sind. Da gibt es auch Links zu Videos. Diese Aufzeichnungen von hier stecke ich auf so einen YouTube-Kanal, das wird dort auch verlinkt. Also von hier aus finden Sie alles. Das ist der einzige Link, den Sie sich notieren müssen. Und das Einzige, was Sie heute schon machen sollten für diese Veranstaltung oder morgen, ist sich für die Übungen anmelden. Na, ich kämpfe noch ein bisschen hier. Und da kommt jetzt das System aus den 80ern, was Sie gerade gesagt haben, was so ein bisschen nicht clicky-bunti-freundlich aussieht, sondern eher als ob es ein Computer wäre. Da gibt es einen Link, da kommen Sie in dieses System URM rein und da müssen Sie sich jetzt tatsächlich einloggen, denn Sie persönlich melden Sie sich ja für die Übungen an mit Ihrem ZTV-Login hier von der Uni Tübingen. Und wir haben also zusätzlich zu den 2 Stunden Vorlesung hier am Mittwoch und am Freitag wieder 2, also jeweils eine Doppelstunde Mittwoch und Freitag, haben wir noch eine Doppelstunde Übungsgruppe, wo wir sie in kleinere Gruppen aufteilen und sie dann noch mehr Möglichkeit haben, mitzumachen. Hier ist es manchmal so ein bisschen einseitig, wobei ich mich auch immer freue, wenn Sie sich beteiligen. Und diese Übungsgruppen, die sind über die ganze Woche verteilt und wir haben ja vorhin schon gesehen, wie viele verschiedene Studiengänge hier vertreten sind. Das passt eben nicht jede Zeit bei jeder und jedem. Das heißt, gehen Sie dort bitte hin, bei URM, melden Sie sich für die Übungen zur Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen an und dann wird Ihnen eine ganze Latte von Zeiten angeboten und Sie können bei jeder Zeit sagen, wie toll Sie die finden. Von bevorzugt über passt bis, naja, zur Not oder geht gar nicht. Und bei geht gar nicht ist noch so ein Feld dann dahinter, wo Sie schreiben können, mit was das kollidiert, weil Sie da eine andere Veranstaltung haben. Also gehen Sie das bitte durch, füllen Sie das aus und geben Sie alle Zeiten an, die möglich sind und renken Sie die Sie gerne hätten, hoch. Es läuft dann am Freitag so ein Algorithmus drüber, der das normalerweise hinkriegt, dass sehr, sehr viele ihre bevorzugten Zeiten bekommen und nur wenige irgendwie so eine Notzeit. Wenn Sie natürlich sagen, Zeit Nummer 3 ist bevorzugt und alle anderen sind unmöglich, dann wird es auch für den Computer irgendwann schwer. Aber wenn Sie das so ausfüllen, wie es gedacht ist, kriegen wir normalerweise für Sie alle einen ganz vernünftigen Stundenplan hin. Jetzt ist es manchmal so, dass sich noch was ändert. Morgen kommt die nächste Veranstaltung und sagt, wir haben da noch einen Termin und dort noch irgendwas. Alles, was Sie vor Freitag erfahren, können Sie da noch abbilden. Wenn Sie jetzt heute Nachmittag mal reingehen mit Ihrem aktuellen Stundenplan und das auf URM durchklicken, dann haben Sie das mal drin. Und wenn Sie morgen was Zusätzliches erfahren, was Ihre Präferenzen ändert, dann gehen Sie wieder dorthin und können das ändern. Alles eben so lange, bis wir am Freitagmittag die Anmeldung zumachen und diese Einteilung machen. Hier oben gab es eine Wortmeldung. Okay, Sie kommen nicht auf die Stelle, wo Sie wirklich die Präferenzen angeben können. Wir können mal schauen, ob wir das geschwind gemeinsam finden. Jetzt habe ich ja gesagt, es sei einfach auf die Seite zu kommen, dann sollte ich selber auch hinkommen. Also hier ist die Vorlesungs-Homepage und hier steht gleich anmelden, führt uns auf URM. Und wenn Sie jetzt zum ersten Mal reingehen, erscheint da so Ihr Profil, wo Sie angeben, in welchem Semester Sie sind und in welchem Studiengang.
Und wenn Sie wiederkommen, sind Sie hier oder Sie gehen direkt hier auf Übungen für Hörer anderer Fachrichtungen. Und dann finden Sie hier Mathe 1 für NaturwissenschaftlerInnen. Und dann ist es im Normalfall A, Übungen in Präsenz. Das wäre der Standard. Und jetzt haben Sie hier diese Auswahlmöglichkeiten für jede Uhrzeit, bevorzugt möglich, ungern nicht möglich. Und hier hinten, wenn es nicht möglich ist, schreiben Sie noch hin, mit was es kollidiert. Klappt das so? Also der entscheidende Link ist hier, der Klick ist noch vielleicht hier im blauen Bereich, Übungen für Hörer anderer Fachrichtungen. Wenn viele das gerne hätten, bieten wir auch eine Online-Gruppe an. Das ist auch immer die Möglichkeit, wenn Sie mal krank sein sollten, dann hätten wir vielleicht noch eine Online-Gruppe da. Letztes Semester war es so, dass sich am Anfang deutlich mehr für die Online-Gruppe gemeldet haben, als nachher in die Online-Gruppe kamen. Das heißt, die Idee ist eigentlich, wir machen die Sachen in Präsenz hier auf dem Campus. Aber wenn Sie möchten, können Sie auch zu Teil B gehen hier und sich für eine Online-Übung anmelden. Und C betrifft Sie vermutlich nicht. Das ist, wenn Sie schon für die Klausur zugelassen sind, dann können Sie sich da einfach anmelden, dass Sie mit drin sind in der Veranstaltung, aber nicht mehr den Übungsbetrieb absolvieren müssen, aber Sie dürfen. Okay. Jetzt ist ein bisschen Unruhe reingekommen. Haben wir das damit geklärt, das Problem? Okay, sonst gucken wir nachher mal zusammen drauf. Dann kommen Sie nachher runter am Ende, ja? Das kriegen wir gelöst. Gut. Jetzt war hier ganz am Anfang, hatte ich eine Frage hingeschrieben und darüber möchte ich geschwind mit Ihnen reden. Hier habe ich hingeschrieben, in welchem Stil wollen wir das machen. Hier die Veranstaltung, klassische Vorlesung, Flipped Classroom. Es war so, bis vor ein paar Jahren habe ich die Veranstaltung immer so gemacht, dass es hier zweimal die Woche frischen Input gab, auch durchaus manchmal zügig und anspruchsvoll. Das heißt, Sie kriegen von mir irgendwie viel gezeigt und sagen noch, ui, jetzt schwirrt mir der Kopf und ich weiß gar nicht mehr genau wo. Und dann kriegen Sie ein Übungsblatt und schauen, was wohin passt und wiederholen damit, wenn Sie dann selber so Aufgaben bearbeiten, das, was wir hier in der Veranstaltung gemacht haben. Als dann die Online-Geschichte losging, habe ich mir gedacht, anderthalb Stunden Vorlesung, zweimal die Woche am Bildschirm, das ermüdet Sie vielleicht noch mehr als im Hörsaal. Und dann hatte ich das komplett umgestellt. Dann gab es für jeden Termin eine kleine Anleitung, zwei Seiten, wenig Text drauf, wenig Formeln und dazwischen immer Links zu sehr kurzen Videos. Nur ein paar Minuten lang. Also jedes Thema, ein kurzes Video. Und die vorgegebenen Termine waren dann zunächst, damals noch online, später dann auch wieder im Hörsaal, Fragestunden mehr oder weniger, wo wir das durchgegangen sind, Beispiele angeschaut haben. Das hat am Anfang super funktioniert und zwar auch in den Rückmeldungen alle begeistert. Das war halt so die Begeisterung im Sommersemester 2020. Wir müssen irgendwas Neues machen und müssen schauen, dass wir durchkommen. Und danach hat das kontinuierlich abgenommen. Und dann waren große Ermüdungserscheinungen da. Und obwohl ich immer noch den Eindruck habe, dass diese Methode sehr gut funktioniert und Sie dabei vielleicht noch mehr Möglichkeiten haben, war es so, dass es am Ende nicht mehr so gut funktioniert hat, weil Sie alle irgendwie genervt waren von ständig Videos angucken und vorbereiten auf die Veranstaltung hier.
Und dann funktioniert es natürlich nicht mehr. Das heißt, ich tendiere momentan dazu, dass der Kern wieder hier mittwochs und freitags ist und Sie hier neuen Input bekommen. Das ganze Material, was ich erstellt habe, ist natürlich nicht weg. Das stelle ich Ihnen auch weiterhin zur Verfügung mit einer Erklärung. Das können Sie dann auch mal, wenn Sie wollen, noch mal was nachgucken wollen, zur Wiederholung verwenden. Wir können auch vielleicht in bestimmten Situationen das Geflippte einfügen. Zum Beispiel hat man Ihnen das vielleicht schon gesagt, die Uni wird in der Woche vor Weihnachten auf kompletten Online-Betrieb umschalten für eine Woche. Habe ich jedenfalls eine E-Mail bekommen, müssten Sie auch alle gekriegt haben, oder? Jetzt gestern oder vorgestern. Da bietet es sich dann sicherlich an, dass wir dann auf so einen Modus umsteigen. Aber ich tendiere momentan dazu, dass wir sagen, Sie kommen hierher, ich zeige Ihnen was und dann gucken wir, wie wir damit weiterarbeiten. Außer Sie sagen jetzt, nein, 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 um Gottes Willen, ich hätte es lieber anders. Dann machen Sie sich jetzt bemerkbar. Es gab hier schon einige Stimmen für Flipped. Ich möchte es auch mal so als Umfrage hier starten. Also, in welchem Stil wollen wir Mathe machen? Und wenn Sie da jetzt Ergänzungen haben, die sich nicht einfach durch einen Klick hier oder da machen lassen, dann sagen Sie mir, was Ihnen dazu einfällt. Ich möchte es gerne so machen, dass Sie möglichst viel hier mitnehmen können und es für Sie angenehm ist. Sie kommen natürlich nicht drum rum, das muss man auch gleich sagen, Sie kommen nicht drum rum, das Zeug zu üben. Also man lernt Mathematik nicht dadurch, Sie lernen es nicht dadurch, dass Sie mir zugucken, das geht einfach nicht, sondern nur, indem Sie selber mit den Dingen rumspielen. Das heißt, die Übungen sind dann nachher ein ganz zentraler Teil der Veranstaltung. Aber zu den Übungen erzähle ich Ihnen dann eh nächstes Mal noch mehr. Jetzt müssen wir erstmal die Termine finden. Okay, gibt es noch Bemerkungen zum Thema Veranstaltungsstil im Moment? Ich sehe schon, die Abstimmung geht in eine recht eindeutige Richtung. Ich habe das natürlich auch schon gemein gesteuert, ne? Weil ich ja selber schon was dazu gesagt habe. Aber wir können es auch gerne zwischendurch mal ein paar Termine anders machen und uns das angucken, falls das der Auflockerung irgendwie dient. Dann interessiert Sie ganz am Anfang immer noch, boah, wie kriege ich am Schluss meine Credit Points und sonst was? Und ich sage, jetzt haben wir doch gerade erst angefangen, aber lassen Sie mich das geschwind sagen, damit das klar ist. Wir schreiben dann am Ende eine Klausur, die allein entscheidet, wie man diese Veranstaltung absolviert hat. Also das Ergebnis aus der Klausur ist das, was dann nachher eingeht in Ihr Transkript. Und wir machen so einen Modus, dass Sie regelmäßig mitmachen müssen. Ihre Übungsaufgaben, die werden auch korrigiert. Da kriegen Sie Feedback, das ist das Wichtige. Und Sie kriegen dann auch Punkte drauf. Und die Hälfte der Punkte sollten Sie mindestens geholt haben. Das ist dann die Klausurzulassung. Also das sind jetzt so der Formalkram. Nur, dass Sie das einmal schon gehört haben, das kann ich Ihnen dann auch nochmal erklären. Aber mehr Regeln haben wir hier eigentlich nicht. Hier ist eine Wortmeldung. Ah ja, also der Livestream, in dem momentan auch ein paar drin sind, der läuft auf Zoom. Und den Zoom-Link habe ich jetzt, ich schaue, dass ich so viel wie möglich Ihnen frei zugänglich da auf der Vorlesungs-Homepage gebe, aber den Zoom-Link habe ich jetzt nicht einfach auf die Vorlesungs-Homepage gestellt, sondern der Zoom-Link, der steht in Ilias. Also wenn Sie auf der Vorlesungs-Homepage hier gucken, dann gibt es hier irgendwo mal, wird Ilias erwähnt, hier zum Beispiel. Und wenn Sie da hinklicken, dann kommen Sie auf eine kleine Ilias-Seite mit nicht viel mehr in
zu dieser Veranstaltung. Und da ist der Zoom-Link drin, da ist der Einladungslink zum Discord-Server drin, da ist die Vorlesungs-Homepage dann nochmal, also zurück zu der Stelle. Also von dort kriegen Sie den Zoom-Link für die Veranstaltung hier. Das wollte ich gerne hinter die University-Account-Wall stecken. Okay, wenn ich jetzt schon da bin, dann sage ich das auch noch. Discord-Server ist wunderbar zum kontinuierlichen Austausch. Manche von Ihnen kennen das vielleicht. Können wir benutzen wie ein Forum. Mal asynchron. Bisschen Frage, Antworten, Ideen und so weiter unterbringen. Wir können da auch mal drauf schauen. Machen wir jetzt aber heute nicht, dass wir nicht alles auf einmal hier. Ich will Sie nicht erschlagen mit dem ganzen Technikkram. Aber das können wir dann kontinuierlich verwenden. Discord bietet auch die Möglichkeit, synchron miteinander zu arbeiten. Wir haben da so ein paar Sprachkanäle, da können Sie reingehen miteinander, wenn Sie mal nicht am gleichen Tisch sitzen, aber sich irgendwie verabredet haben. Und Sie können auch jemand von uns eventuell dazu rufen, wenn wir gerade online sind. Dann taggen Sie uns einfach mit @ÜbungsgruppenleiterInnen. Okay. Haben Sie im Moment Fragen, Bemerkungen zu diesem ganzen technischen Kram und anderen Dingen? Ah ja, die Übungsaufgaben, das funktioniert so, Sie kriegen ein Übungsblatt jede Woche, lösen das und geben Ihre Lösungen individuell, also einzeln geben Sie ab, Abgabe dann auch über dieses System Orm, das zeige ich Ihnen dann auch noch, wie das geht. Und Sie dürfen aber gerne miteinander arbeiten. Ich sage das dann nächste Woche auch noch mal ein bisschen mehr. Wir fangen mit den Übungen übrigens, das fängt langsam an. Diese Woche gibt es noch keine Übungsgruppen. Nächste Woche sind die ersten Übungsgruppen. Da haben Sie aber noch nichts abgegeben. Also zum ersten Mal geben Sie Freitag in einer Woche was ab. Und vorher sage ich noch ein bisschen, wie man da arbeiten sollte. Also grundsätzlich ist es nicht so, dass Sie sich alleine in stille Kämmerlein setzen sollen, sondern reden Sie miteinander, machen Sie die Sachen auch gemeinsam. Aber schreiben Sie es am Schluss alleine auf. Dann lernen Sie am meisten dabei. Also das lohnt sich, wenn man durchaus Input auch von anderen mitnimmt, aber wenn man eben nicht nachher eine Vorlage von jemand anders abschreibt. Selbst wenn man mal eine Lösung von jemand anders schon eine fertige angeschaut hat, weglegen, selber aufschreiben, macht einen enormen Unterschied. Gut. Dann könnten wir hier noch fragen. Sie haben jetzt vielleicht schon ein paar Vorlesungen gehabt. Machen wir das hier mittwochs mit Pause. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, gar nicht. Also wir machen es in jedem Fall so, 90 Minuten Vorlesung, ne? Entweder von 21:45 bis 11 und dann Pause und danach halt nochmal eine Dreiviertelstunde. Für mich ist es voll okay, wenn wir irgendwie durchmachen, dann sind wir halt um 3:15 typischerweise ungefähr fertig, aber manchmal finden Sie das ermüdend. Ich habe rausgefunden, leider können wir am Freitag, sind wir nicht ganz so flexibel, wie ich hier gerade angeboten habe. Am Freitag findet nach uns um 10:00 die nächste Veranstaltung, beginnt hier drin. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir vorher fertig werden. Das heißt, da können wir entweder 5 Minuten Pause machen oder durchmachen. Jetzt auch nochmal überlegen, wie Sie das haben wollen. Bis heute war es jetzt ja eh noch nicht so anstrengend. Das ist jetzt gerade so halbe-halbe für Pause oder nicht, ne? Okay. Das weiß ich jetzt auch alles nicht.
Das hatten wir schon vor Weihnachten. Die letzte Woche ist dann alles online. Und die Matheübungen finden über das ganze Semester statt. Jawohl. Okay. Gut, also Sie sehen schon. Wann geht's los am Freitag? Um 7:45. Wir könnten natürlich auch noch früher anfangen, um uns die Pause zu ermöglichen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht. Gut. Haben Sie im Moment noch Fragen, dass Sie wissen, was hier so die Rahmenbedingungen sind? Ist damit, haben wir das einigermaßen? Jawohl. Ja? Sie sollten da auf der Homepage hier, auf der Vorlesungs-Homepage landen, auf dieser hier. Das ist richtig, da wollen Sie hin. Das ist die Seite mit all den Informationen zu dieser Veranstaltung hier. Genau, alles, was Sie brauchen, ist entweder hier oder kommt jetzt in den nächsten Tagen hier mit auf diese Seite. Also hier auf der Seite, hier sehen Sie, das ist noch kein Link, aber hier wird dann ein Link sein zu einem Vorlesungsmanuskript. Hier kriegen Sie dann die Übungsblätter. Wenn Sie runtergehen, haben Sie hier den Link zum YouTube-Kanal. Sie haben hier den Link zu einer alten Aufzeichnung von der Vorlesung hier in den Hörsälen. Hier ist der Link zu Ilias, zum Discord-Server. Also ist alles auf dieser Seite hier versammelt. Gut. Dann, warum machen wir das? Also haben wir schon gesagt, Sie brauchen alle an unterschiedlichen Stellen Mathematik. Und wenn wir sie genau in dem Moment lernen, wo wir sie brauchen, dann wissen wir zwar das, was wir brauchen, aber dann ist es schwierig. Deswegen lernen wir sie vorher auf Vorrat, aber dann wissen wir noch nicht, wo wir sie und warum wir sie brauchen. Das heißt, wir müssen es erstmal für sich lernen und sie wenden es dann zu einem späteren Zeitpunkt an. Das ist, wir füllen hier den Werkzeugkasten auf. Und was sind dann so die Ziele? Also Sie lernen so diverse Methoden und Prinzipien hier kennen in der Mathematik oder höheren Mathematik. Und dann vor allem, Sie wenden diese Sachen selber in Aufgaben an. Das ist das, was wir üben in den Übungsgruppen und in den Übungsblättern. Und das ist dann das, wo Sie auch sehen, dass Sie richtig dabei sind. Also wenn Sie die Sachen benutzen können, zum Aufgaben lösen, dann stimmt alles. Wenn Sie dann noch hier und da sagen, boah, da war noch irgendwo ein Kniff mehr und eine Subtilität in der Vorlesung, das kommt. Wenn man genug Aufgaben löst, guckt man auch wieder zurück auf die Sachen, die einem irgendwo mal komisch vorkamen. Und dann steht hier, Sie verstehen in Grundzügen, warum die erlernten Methoden funktionieren und kennen insbesondere die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit. Also wir haben dann irgendwelche Tricks, Kniffe, Methoden und die funktionieren unter bestimmten Bedingungen. Das erste Mal ist, dass wir wissen, unter welchen Bedingungen die funktionieren und das bringt uns sofort auch dahin, dass wir dann sehen, ja, warum funktionieren sie oder warum funktionieren sie nicht. Das hängt ja auch damit zusammen, in welchem Fall funktionieren sie nicht.
Das ist das, wo wir hinwollen. Und das geht eben ganz klar dann über Input hier und Üben in den Übungen. So arbeiten wir hier. Und jetzt legen wir noch nicht volle Pulle los, aber ganz ohne Mathe wäre es irgendwie auch schade. Jetzt würde ich Ihnen heute noch, na, wie geht das hier? So geht das. Jetzt würde ich Ihnen heute gerne noch sowas zeigen. Da muss ich hier umschalten, oder? Das ist jetzt der falsche Schirm, oder? Sie im Saal sehen das. Ja. Oh, tut mir leid, ich kämpfe mit der Technik. Okay, das ist nicht so, wie das sein sollte. Augenblick, ich bin gleich bei Ihnen. Ja, tut mir leid, meine Technik spackt gerade und zeigt irgendwie immer das vorherige Bild an. Das ist ja bescheuert. So kann ich jetzt das sichtbar machen, was ich sichtbar machen wollte, aber dann sehen Sie nicht, wo ich schreibe. Ah, super. Also, wir hatten ja gerade die Abstimmung mit der Pause, nicht wahr? Es war so halbe, halbe. Viele sagten gar keine Pause und vielleicht kriege ich das nochmal auf den Schirm. So, die meisten sagten gar keine Pause. Viele sagten, wenn wir alle die Pause wollen zusammennehmen, sind das mehr. Jetzt machen wir das so. Wir sind am Freitag, wie gesagt, müssen wir eh schauen, dass wir rechtzeitig raus sind. Dann machen wir am Freitag 5 Minuten, am Mittwoch 10 Minuten, das ist jetzt so ein Kompromiss und haben es damit einigermaßen abgekürzt. Und wenn wir feststellen, dass das irgendwie nicht funktioniert, können wir nochmal dran drehen. Wenn Sie wirklich. Einmal. Ah. Okay, okay. Sie sagen, weil Sie einmal hier die 10 Minuten heute und am Freitag einfach durchmachen.
Dann haben alle, die keine Pause wollen, auch an einem Tag mal gewonnen. Alles klar. Dann machen wir das so. Mittwochs sind wir 10 Minuten Pause. Freitags machen wir durch. Und die 10 Minuten Pause machen wir jetzt. Um 10 nach geht's weiter. Und ich guck mal, ob ich bis dahin hier die Technik wieder im Griff habe. Dankeschön.
So, wir haben gesagt, 10 Minuten Pause, die sind auch schon wieder rum. Es ist 10 nach. Also mittwochs 10 Minuten, freitags keine, haben wir uns jetzt geeinigt. Und jetzt mag ich diese Sache hier heute noch mit Ihnen anschauen zum Einstieg. Das ist jetzt so ein bisschen losgelöst. Wir beginnen dann also am Freitag nochmal von vorn. Ich zeige Ihnen mal was Hübsches heute. Nämlich, dass e hoch i Pi minus 1 ist. Oder manchmal wird das auch gerne so geschrieben als e hoch i Pi plus 1 gleich 0. Und dann gewinnt das immer bei irgendwelchen Wettbewerben. Was ist die schönste Formel? Weil da so lauter so wichtige Zahlen wie 0, 1, Pi, E und eben dieses ominöse I drin sind. Ich habe Sie auch auf Tweetback gerade schon gefragt, was Sie von komplexen Zahlen halten. Können Sie hier gerne noch anklicken. Also ich möchte Ihnen das jetzt vormachen, dass das gilt, und das werden wir auch später wieder benutzen und noch ein bisschen ausführlicher anschauen, aber heute mal als Einstieg. Jetzt steckt da so einiges drin. Pi, E und I. Also wie sieht das aus mit Pi? Was ist Pi? Weiß das jemand? Pi kennen wir alle, oder? Jawohl. 3,1415. Okay, ist so eine komische Zahl, 3,41 und weiß der Kuckuck und geht ewig weiter. Und manche von Ihnen haben vielleicht ganz viele Stellen auswendig gelernt, jedenfalls gibt es das. Und sonst? Warum ist das cool? Warum haben wir irgendwie diese komische Zahl festgelegt? Ach so, jetzt habe ich wieder dieses Problem. Warten Sie. Doch, das ist richtig so. Ja. Da war doch gerade, oh, hier. Umfang und Durchmesser, genau, am Kreis spielt das eine Rolle. Das wäre eine Möglichkeit, wir könnten es mit dem Umfang und dem Durchmesser anschauen. Also, Umfang eines Kreises durch den Durchmesser des Kreises. Und dann kommt eben raus, dass das irgendwie 3,14 und so weiter ist. So eine komische Zahl. Also Pi kennen wir, würde ich mal sagen. Wie sieht's aus mit, also Pi spielt irgendwie eine Rolle am Kreis, spielt dann natürlich auch immer eine Rolle mit Winkeln und wenn wir was drehen und sowas. Ja, da kommt Pi her. Haben wir so eine geometrische Vorstellung, was das tut. E, was fällt uns zu E ein? Wer kennt E? Vielleicht mal ganz oben. Ah, okay. Also, Sie haben gesagt, wir können diese Funktion E hoch x anschauen. Und die hat die schöne Eigenschaft, dass ihre Ableitung wieder e hoch x ist. Okay? Das ist auf jeden Fall hübsch. Fällt noch jemand was zu e ein? Hier vielleicht? Okay, Logarithmus können wir auch noch. Das bauen wir oben drauf. Das ist dann die Umkehrfunktion zu diesem e hoch x, was Sie gerade gebracht haben. Das ist gut. Wer hat noch was zu E? Hier vielleicht? Also 2,7 irgendwas, haben Sie gesagt. Und beschreibt eine Wachstumsfunktion. Genau, das Wachstumsding,
das haben wir jetzt ja hier drüben schon gesehen. Das wäre diese e hoch x Geschichte, wie irgendwas wächst. Was für eine Art von, erinnern Sie sich, wie man auf dieses Wachstum kommt? Warum man bei so Wachstumssachen auf diese E-Funktion kommt? Schachbrett und Reiskörner, okay, da kommen wir, glaube ich, eher auf 2 hoch x, oder? Das verdoppeln wir immer von Feld zu Feld, wo wir die Reiskörner drauflegen. Aber das tatsächlich ist irgendwas hoch x immer bis auf eine Umskalierung, sowas wie e hoch x, ja? Das ist, und das e hat diese hübsche Eigenschaft hier. Aber wie kommen wir auf diese Zahl? Haben Sie eine Formel dafür, wo dann näherungsweise dieses 2,7 noch irgendwas vielleicht rauskommt? Kennt da jemand was für E? Hier? Ja, also ich bin nicht genau sicher, aber das war so eine Reihe von Brüchen. 1 und dann kommt da irgendwie die Näherungsweise. Brüche, die man alle aufaddiert? Ja. Sowas, 1 plus nochmal 1, glaube ich, und 1/2. Und 1/6, glaube ich, ist nämlich 1 durch 0 Fakultät plus 1 durch 1 Fakultät plus 1 durch 2 Fakultät plus 1 durch 3 Fakultät, das ist die 6. Und so geht das weiter, ne? Das werden jetzt sehr schnell sehr große Zahlen hier im Nenner, also kommen nur noch sehr kleine Korrekturen dazu. Sie sehen ja auch schon mit, hier sind wir 1, 2, 2,5, 2,66 oder sowas, kommen wir schnell zu dieser 2,7 dahin. Das werden wir später noch sehen. Wir werden das später schreiben, also als Summe n gleich 0 bis unendlich 1 durch n Fakultät. Das ist tatsächlich e. Es gibt aber noch eine andere Formel, die so eine Motivation mit dem Wachstum, mit diesen Wachstumsgeschichten hat. Die sieht ganz anders aus auf den ersten Blick. So, ich schreibe mal auf, was Sie gerade gesagt haben. 1 plus 1 durch n hoch n. Und das gleich stimmt nicht, sondern hier müssen wir noch davor machen, Limes n nach unendlich. Das ist auch E. Und das hat jetzt sowas mit Wachstum wieder zu tun. Jetzt wollen wir heute mal hier dran denken, bei E. Und zwar verallgemeinern wir das noch ein bisschen. Muss ich mal gucken. Für Sie hier im Saal kann ich das so machen, dass die vorherige Seite noch sichtbar ist. Online sehen Sie nur die aktuelle natürlich. Okay. Also, ich möchte mal sowas angucken. 1 plus, sagen wir, z durch n hoch n und davon den Grenzwert für n nach unendlich. Das ist dann e hoch z. Das definieren wir so. Also tatsächlich schaut man sich dieses Ding hier an. Das machen wir später auch nochmal ausführlich und stellt fest, das definiert eine wunderschöne Funktion in der Variablen z. Und dann stellt man eben fest, diese Funktion ist tatsächlich von der Form irgendwas hoch z. Und das irgendwas ist diese komische Zahl 2,7 noch irgendwas, die dann nachher diese hübsche Eigenschaft hat. Und was hatte das hier mit Wachstumsprozessen zu tun? Erinnern Sie sich da noch irgendwo dran? So wird eh meistens irgendwann mal eingeführt mit diesem Grenzwert hier. Ja?
Okay. Sie haben das alle mit, das Mathematische, Sie waren jetzt wieder, ich wiederhole es mal kurz, das muss alle hören, Sie waren zurück bei der Sache mit der Ableitung. Das ist irgendwie eine schöne innermathematische Sache, ne? Dass diese Eigenschaft, die Ableitung dieser Funktion ist wieder Sie selbst und deswegen kommt nachher da der richtige Term raus. Ich wollte mehr noch auf so eine Anwendungsmotivation kommen, die allerdings irgendwie heutzutage keine so große Rolle mehr spielt, weil es was mit Zinsen zu tun hat und niemand kriegt auf dem Sparbuch oder so Zinsen. Wollten Sie das? Ja, also irgendwas mit Geld berechnen, Zinsen und so weiter. Ich würde Ihnen das gerne nochmal zeigen, wo da das Wachstum vorkommt. Also wenn Sie für Zinsen mit, sagen wir, einem Zinssatz, deswegen hatte ich es auch schon Z genannt, dann würden Sie ja zum Beispiel jährlich mit Z, was nehmen Sie dann? Dann nehmen Sie Ihr Guthaben und multiplizieren das mit einem Faktor 1 plus Z mal Ihr Guthaben. Jetzt könnten Sie auf die Idee kommen, ja, wäre es nicht toll, wir würden halbjährlich mit dem halben Zinssatz verzinsen. Dann würden Sie ja nach einem halben Jahr mit einem Faktor 1 plus z halbe und nach einem weiteren halben Jahr nochmal mit einem Faktor 1 plus z halbe multiplizieren. Also das, was Guthaben. Also das, was ich jetzt hier hingeschrieben habe, ist dann das Guthaben nach einem Jahr. Ja, das habe ich Ihnen hier hingeschrieben, bei Verzinsung jährlich, bei Verzinsung mit dem halben Zinssatz halbjährlich. Das ist besser, weil wenn Sie das ausmultiplizieren, dann kriegen Sie ja hier 1 plus z plus z Quadrat Viertel, das ist der Zinseszins, das ist ein bisschen mehr als das, was Sie hier kriegen würden. Ja? Oder andersrum, wenn das Ihr Kredit ist und der so verzinst wird, ist ein bisschen schlechter, weil dann haben Sie mehr Schulden, ja? Wenn Sie häufiger mit dem geringeren Zinssatz das machen. Sie könnten natürlich auch auf die Idee gekommen, vielleicht verzinsen wir täglich mit Zinssatz z durch 365 und dann sind wir nach einem Jahr hier an der Stelle, 1 durch 1 plus z durch 365 hoch 365. Wir machen das täglich. Täglich kommt so ein Faktor 1 plus z durch 365 an unser Guthaben dran. Nach einem Jahr, wenn es kein Schaltjahr ist, sind wir dann hier an dieser Stelle. Das ist nochmal mehr als das, was Sie in den beiden oberen Fällen bekommen hätten. Und der Limes, der hier oben steht, das wäre jetzt dieser Fall stetige Verzinsung. Also Sie fragen sich, wenn ich zu jedem Zeitpunkt, aber dafür mit einem immer kleineren Zinssatz verzinse, also wir teilen unser Jahr in n Abschnitte, egal wie groß n ist, und verzinsen jedes Mal mit dem Zinssatz z durch n, was passiert dann? Dann könnte es ja zunächst mal sein, es wird ganz, ganz viel Geld und endlich viel oder sowas, oder es, weil wir das so oft machen, oder es wird ganz wenig Geld, weil wir ja immer nur noch eine winzige Zahl hier reinschreiben und tatsächlich heben sich diese beiden Ns, ja, hier den immer kleiner machen, aber das dafür immer öfter machen, die spielen eben gerade so zusammen, dass eine hübsche Funktion rauskommt. So kommen Sie zu diesem Ausdruck hier oben und dann müssen Sie den natürlich untersuchen und zeigen, dass der wirklich auf was Hübsches führt. Das machen wir heute nicht, aber wir wollen diese blaue Formel, die hier oben steht, ich kastel sie nochmal ein, die wollen wir benutzen für die E-Funktion und für E. Und jetzt wäre das I. Wer hat schon mal das I, wer hat schon mal mit I gerechnet? Und wer hat noch nie was mit komplexen Zahlen gemacht? Okay, wunderbar. Das ist gut. Also, komplexe Zahlen. Sie sagen, es ist doch ärgerlich,
dass wir aus negativen Zahlen keine Wurzeln ziehen können. Also legen wir einfach fest, die Wurzel aus minus 1 nennen wir jetzt i. Dann können wir natürlich auch die Wurzel aus minus 4 ziehen. Das wäre dann die Wurzel aus minus 1 mal die Wurzel aus 4, also 2i. Wurzel aus 4, 2 und immer wegen dem Minuszeichen ein i. So können wir plötzlich aus allen negativen Zahlen dann Wurzeln ziehen, wenn wir das einmal so festgelegt haben. Bringt natürlich noch nicht so viel, aber dann endet unsere Rechnerei an dem Stellen, wo wir Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen müssen, endet nicht mehr, sondern wir schreiben hin i. Und was machen wir dann als nächstes? Als nächstes bilden wir dann komplexe Zahlen. Die sehen so aus, sagen wir, dann nehmen wir eine Zahl, eine komplexe Zahl z, die schreiben wir als x plus i mal y, wobei x und y irgendwelche reellen Zahlen sind. Sowas nennen wir dann eine komplexe Zahl. Und jetzt sagen wir, wir rechnen mit denen einfach so, wie wir mit reellen Zahlen gerechnet haben. Wir addieren die, wir multiplizieren die, verwenden unsere üblichen Rechenregeln, schleppen einfach die i's immer alle mit. Und wenn irgendwann mal i Quadrat dasteht, erinnern wir uns, dass i Quadrat minus 1 ist. Also, wie mit reellen Zahlen. Schleppe i mit. Und wenn i Quadrat auftaucht, ersetze durch minus 1. Ja, addieren ist relativ einfach von zwei solchen komplexen Zahlen. Da können wir die Teile mit i und die Teile ohne i zusammenzählen. Ja, das ist durch unsere üblichen Rechenregeln beim Addieren von vier Zahlen machen wir das. Nehmen wir die zwei hier und die zwei dort, ist das irgendwie gedeckt. Kriegen wir wieder so eine komplexe Zahl. Was passiert, wenn wir komplexe Zahlen multiplizieren? Kriegen wir dann auch wieder sowas oder kriegen wir was Komplizierteres? Da können wir ja mal ausprobieren. Wenn wir jetzt sowas anschauen wie, was nehmen wir da? 1 plus i und multiplizieren das mal mit 3 minus 2i. Da würden wir hergehen und sagen, einmal 3 ist 3, einmal minus 2i ist minus 2i, i mal 3 ist 3i. Und dann haben wir noch i mal minus 2i, das wäre also minus 2i ins Quadrat. Wir haben ja i mal i da hinten beim Ausmultiplizieren. I Quadrat ist aber minus 1, also schreiben wir, das ist 3 minus 2i plus 3i plus 2. Und jetzt können wir noch ein bisschen zusammenfassen, 3 plus 2 ist 5 und minus 2i plus 3i ist i. Und schon sehen wir, wenn wir komplexe Zahlen multiplizieren, kommen wieder solche komplexen Zahlen raus. Das heißt, wir haben jetzt unsere Zahlen so ein bisschen erweitert, war im Moment eine Spielerei. Aber sie funktioniert. Wenn wir anfangen, mit denen zu rechnen, Sie sehen, das ist vollkommen egal, was Sie hier für Vorfaktoren vor die 1 und das i hier hinschreiben. Die Struktur wird immer die gleiche sein. Sie kriegen immer ein Term ohne i, Terme mit i, Term mit i Quadrat und den mit i Quadrat können Sie mit dem ohne i wieder zusammenfassen. Also das funktioniert immer. Und jetzt ist es eine Spielerei. Jetzt müssen wir uns überlegen, bedeutet das auch irgendwas anschaulich?
Ja, und anschaulich können wir sagen, jetzt nehmen wir doch unsere Zahlen x plus y und sagen, das sind Punkte in der Ebene mit Koordinaten x und y. Also nehmen wir einen Punkt z hier und sagen, das ist x und das ist y hier. Sowas nennen wir dann irgendwie die komplexe Ebene oder die gaußsche Zahlenebene oder sowas. Und jetzt haben wir plötzlich eine anschauliche Bedeutung für unsere komplexe Zahl. Die ist jetzt ein Punkt in der Ebene. Wenn wir jetzt zwei komplexe Zahlen addieren, passiert sowas wie, wenn wir Vektoren mit zwei Komponenten addieren. Wir nehmen diese Teile ohne i und die Teile mit i und zählen die entsprechend zusammen. Die nennt man übrigens Real- und Imaginärteil. Also wenn wir so eine Zahl z haben, x plus iy, x und y aus R, dann sagt man, z ist eine komplexe Zahl, dann nimmt man so ein doppelstrichiges c dafür und dann sagen wir, der Realteil von z, das ist das x und der Imaginärteil von z, das ist y. Jetzt haben wir also eine Zahl, die besteht aus zwei Teilen, aus einem Realteil und Imaginärteil und das klingt total fancy. Aber das ist ja so ähnlich, wie wenn Sie einen Vektor im R2 haben und der hat eine x- und eine y-Komponente. Und jetzt identifizieren wir das also mit diesem Punkt hier. Und wenn wir zwei solche Zahlen addieren, dann addieren wir die Realteile und wir addieren die Imaginärteile, haben eine neue Zahl. Dann haben wir also auch anschaulich, so wie bei Vektoraddition, ein Bildchen fürs Addieren hier in der Ebene. Und hier ist eine Wortmeldung. Also, für die Klausur ist das jetzt gerade gar nicht, sondern nur zur Unterhaltung. Ja, genau. Jetzt sieht das aus wie ein kartesisches Koordinatensystem. Wo ist das Imaginäre? Gar nicht. Im Moment könnten Sie sagen, ja, da hat jetzt irgendjemand sich was Fancyes ausgedacht und diese Is eingeführt. Aber das wäre ja auch ohne i gegangen. Genau. Wenn wir jetzt also die addieren, wir sehen gar kein i mehr hier jetzt in dem Bildchen, sondern wir sagen, zu jeder komplexen Zahl i gehört so ein Punkt in der Ebene. Also hier ist der Punkt x plus y. Aber wenn wir den in unser Koordinatensystem eintragen, dann tragen wir ja hier den Realteil und hier den Imaginärteil dieser Zahl ein. Und das sind reelle Zahlen, haben wir ein ganz normales, reelles Koordinatensystem. Das heißt, solange wir nur diese Punkte in der Ebene markieren und vielleicht sie addieren, ist es einfach nur Show mit dem i. Nur weil wir cool sein wollen, haben wir das i eingeführt. Aber wir haben ja noch was gemacht, hier oben. Da haben wir multipliziert. Und da passiert was. Und wenn das Ganze jetzt irgendwie was bringen soll, dann muss dieses Multiplizieren hier auch eine anschauliche Bedeutung haben. Also warum ist das Produkt von dieser komplexen Zahl und dieser komplexen Zahl diese komplexe Zahl? Beim Addieren können wir das machen wie Vektorpfeilchen addieren. Aber was ist das Multiplizieren? Wenn das auch eine anschauliche Bedeutung hat, dann haben wir was gewonnen mit dem ganzen Spiel. Dann haben wir einerseits unsere Rechenmethoden mit den Is und andererseits etwas, was hier in der Ebene passiert. Und tatsächlich gewinnen wir als Nebenprodukt noch ein super Werkzeug, was uns tatsächlich in Anwendungen hilft, sage ich dann ganz am Ende. Wie machen wir diesen Schritt? Diesen Schritt machen wir, indem wir sagen, anstatt von unserem Punkt hier in der Ebene eine x- und eine y-Koordinate in so einem kartesischen Koordinatensystem anzugeben, können wir doch auch sagen, wie weit die vom Ursprung weg ist, das nennen wir mal r, und welchen Winkel das Ding hier mit der x-Achse bildet, das nennen wir phi. Und jetzt haben wir hier ein
rechtwinkliges Dreieck und dann sind x und y gerade die Katheten, r ist die Hypotenuse und wir können jetzt mit Sinus und Cosinus von Phi, können wir die x und y und die r's und phi's miteinander in Verbindung bringen. Also wir können jetzt hier ablesen, dass x gerade r mal Cosinus Phi ist und dass y r mal Sinus Phi ist. Ja, schauen Sie her, x, das ist ja dieses Stückchen hier, das ist die Ankathete. Ankathete x durch Hypotenuse r, das ist der Cosinus. Und y hier, das ist die Gegenkathete, Gegenkathete y durch r, das ist der Sinus. Jetzt können wir also umrechnen zwischen r phi und xy. Das heißt, wir könnten sagen, unsere komplexe Zahl z, x plus iy, so jetzt muss ich Sie bitten, dass Sie entweder die Kommunikation hier mit uns zusammen machen. Ansonsten haben wir die ganze Zeit so ein Murmeln drin. Also haben Sie was für mich gerade auch oder für alle? Ja, ja, aber dann machen Sie es mit uns zusammen, okay? Sonst haben wir Parallelgespräche. Das wäre dann so r mal Cosinus Phi plus i r mal Sinus Phi. So könnten wir jetzt unsere komplexe Zahl auch schreiben. Und wenn wir jetzt zwei komplexe Zahlen miteinander multiplizieren, dann sehen wir tatsächlich eine anschauliche Bedeutung, ausgedrückt durch dieses r und phi. Da passiert jetzt was. Jetzt machen wir das mal. Also nochmal multiplizieren. Wir nehmen uns zwei komplexe Zahlen, geben für jede an, was das r und was das phi ist. Die multiplizieren wir. Also sagen wir z1 mal z2 ist r1, ich klammer die r's mal aus, Cosinus phi1 plus i Sinus phi1 und dann mal r2 Cosinus phi2 plus i Sinus phi2. Also wir machen nochmal, wir schauen nochmal, was passiert beim Multiplizieren und gucken, ob das irgendwie eine anschauliche Bedeutung hat. Ja, die R's, die können wir einfach multiplizieren. Da steht R1 mal R2 und dann multiplizieren wir noch diese Klammer da aus. Da kriegen wir ein Cosinus Phi1, Cosinus Phi2. Außerdem wissen wir, es gibt noch einen Term ohne I am Schluss, nämlich wenn wir den mit I und den mit I miteinander multiplizieren. Da gibt es ein I Quadrat und es gibt ein Minuszeichen. Also die zusammen geben ein Minus Sinus Phi 1, Sinus Phi 2. Und jetzt noch die restlichen, diese gemischten Terme, die wo wieder die i's dabei sind, plus i mal. Da haben wir einmal den ersten Term aus der ersten Klammer, Cosinus Phi 1, und den zweiten Term aus der zweiten Klammer, Sinus Phi 2. Das i kommt aus der zweiten Klammer. Und genau sowas können wir auch machen, wenn wir den zweiten Term der ersten und den ersten der zweiten Klammer nehmen. Also Sinus Phi 1, Cosinus Phi 2. Und dann müssen wir noch die ganz große Klammer zumachen. So, und jetzt erinnert sich jemand an sogenannte Additionstheoreme. Da gab es komische Regeln, wie man Produkte und Summen von Sinus und Cosinus verwurschten kann. Und tatsächlich ist das hier das Additionstheorem des Cosinus. Da kommt raus, der Cosinus von Phi 1 plus Phi 2. Und das hier ist das Additionstheorem des Sinus. Da kommt raus der Sinus von Phi 1 plus Phi 2.
Das heißt, wir haben jetzt zwei solche komplexen Zahlen multipliziert. Und wir machen das, indem wir diese R's, das sind die sogenannten Beträge, indem wir die Beträge multiplizieren wie Zahlen und indem wir diese Winkelterme addieren. Und Winkel addieren, das ist drehen. Das heißt, multiplizieren ist drehen, beziehungsweise, wenn wir hier vorne jetzt irgendwie noch was verändern, machen wir es länger oder kürzer, es ist eine Drehstreckung. Aber wenn wir mit einer Zahl von Betrag 1 multiplizieren, dann drehen wir wirklich nur. Also. Das ist eine Drehung. So, also jetzt probieren wir das nochmal. Jetzt schreiben wir uns hier hin. Hier ist vielleicht unser Z. Unser Z, das hat irgendwie einen Betrag R und einen Winkel Phi hier. Oh, nee, vielleicht will ich das gar nicht anzeichnen. Ich nenne das mal Z-Betrag, diese Länge hier. Das ist unser Z, ist vielleicht schöner. Aber wir können es auch R nennen, ist wurscht. So. Und dann nehmen wir eine zweite Zahl dazu und sagen, diese Zahl soll, bei der soll das R1 sein. Das heißt, die liegt auf dem Einheitskreis. Ja, ich male hier mal so. Vielleicht ist das hier der Einheitskreis und vielleicht liegt hier unsere zweite Zahl. Und wenn diese Zahl hier im Winkel Phi hat, dann ist das die Zahl Cosinus Phi plus I Sinus Phi. Ja? Die liegt auf dem Einheitskreis. Ich schreibe das mal hier hin. EK, Einheitskreis. Wenn wir jetzt die beiden Zahlen miteinander multiplizieren, die grüne und die blaue, dann kommt eine Zahl raus, die hat als diesen R-Faktor da vorne das Produkt der beiden R-Faktoren. Der eine war 1 vom grünen, das heißt, es kommt eine Zahl raus, die liegt hier auf einem Kreis mit Radius R. Also das Ergebnis liegt wieder hier drauf. Wir haben hier wieder den Realteil und den Imaginärteil unserer Zahlen aufgetragen. Das Ergebnis liegt auf diesem Kreis mit Radius R. Und was ist passiert mit dem Winkel? Ja, wir nehmen den Winkel der blauen Zahl und zählen den Winkel der grünen Zahl dazu. Das haben wir ja gesehen. Hier kommen gerade Cosinus und Isinus mit der Summe der Winkel raus. Das heißt also, das Ergebnis, was jetzt hier rauskommt, die Zahl z mal Cosinus Phi plus I Sinus Phi. Diese Zahl, die liegt hier auf einem Kreis, auf dem auch die Zahl z, die ursprüngliche, lag. Und der Winkel hier ist um dieses Phi größer geworden. Also den grünen Winkel von da unten haben wir jetzt als roten Winkel hier rangepackt. Und jetzt hat Multiplizieren plötzlich eine anschauliche Bedeutung. Und jetzt bringt das alles was. Jetzt können wir also in unserer komplexen Ebene da rumkreuchen. Beim Addieren machen wir sowas wie Vektoraddition und beim Multiplizieren machen wir Drehungen oder im Allgemeinen Drehstreckungen. Drehungen, wenn wir mit Zahlen vom Betrag 1 multiplizieren. Jawohl. Also wir haben, wiederholt, was Sie gesagt haben, nochmal ein bisschen ergänzt, wir haben festgestellt, beim Multiplizieren von zwei solchen komplexen Zahlen müssen wir die Winkel, die zu diesen beiden Zahlen gehören, addieren. Wenn die Winkel jetzt beide positiv waren,
dann addieren wir irgendwas. Wenn wir einen nach unten aufgetragen hätten, dann könnte es auch irgendwie insgesamt kleiner werden. Ne? Also wenn Sie statt mit der grünen Zahl mit dieser schwarzen Zahl hier multiplizieren, dann werden Sie das Z jetzt hier runterdrehen statt hochdrehen. Also Sie können in jede Richtung drehen. Aber wir haben festgestellt, durch Rechnen haben wir festgestellt, multiplizieren von komplexen Zahlen bedeutet Winkel addieren. Und dann haben wir uns überlegt, anschaulich bedeutet das also, dass wir mit Hilfe dieser Multiplikation drehen können. So, und jetzt sind wir fast am Ziel. Jetzt brauchen wir noch eine Sache, das ist eine Näherung. Und zwar müssen wir gucken, was passiert bei kleinen Winkeln. Wenn ich also nochmal das Bild hier male mit dem Realteil und dem Imaginärteil. Und jetzt nehme ich eine Zahl mit einem sehr kleinen Winkel und ich gucke mir eine Zahl von Betrag 1 an. Also die liegt hier auf dem Einheitskreis, aber der geht hier schon fast senkrecht runter. Das ist der Kreis mit Radius 1. Hier. Und wir haben hier irgendwie einen sehr kleinen Winkel Phi. Vielleicht noch kleiner, als ich das hier malen kann. Dann können wir uns doch zum Vergleich mal die Zahl, das hier, das schwarze, das ist die Zahl Cosinus Phi plus I Sinus Phi. Das ist diese Zahl hier. Jetzt können wir uns zum Vergleich mal anschauen, die Zahl 1 plus I Phi, die liegt irgendwie hier. Das ist, wenn Sie diesen gebogenen Kreis hier so ein bisschen gerade bügeln, ne? Dann haben Sie hier die Zahl 1 plus I Phi. Und wenn das Phi sehr klein ist, dann ist es ungefähr das Gleiche. So. Das heißt, für kleine Phi ist der Cosinus ungefähr 1, wenn wir ganz nah an der x-Achse sind, an dieser reellen Achse, und der Sinus ist ungefähr gleich dem Argument. Wir geben Winkel immer im Bogenmaß an. Ne? Also voller Kreis ist 2π. Und dann ist die Länge des Kreisbogens auf dem Einheitskreis gerade gleich dem Winkel, ja? Dem Winkel im Bogenmaß. Und jetzt könnten wir hergehen und größere Drehungen aus vielen kleinen Drehungen zusammensetzen. Was heißt das? Anstatt dass wir multiplizieren mit der Zahl Cosinus Phi plus I Sinus Phi, das würde ja eine Drehung um den Winkel Phi machen, multiplizieren mit dieser Zahl, multiplizieren wir mit der Zahl 1 plus Phi durch N hoch N. Oder vielleicht machen wir es, lassen Sie mich einen Schritt dazwischen machen, entschuldigen Sie. Ist vielleicht besser, wir machen es so. Cosinus, das ist besser, sonst müssen wir zu viel im Kopf machen. Cosinus Phi durch N plus I mal Sinus Phi durch N hoch N. Das ist sicherlich richtig. Anstatt um den Winkel Phi zu drehen, können wir auch N mal um den Winkel Phi durch N drehen. Das führt zum gleichen Ergebnis. Wir drehen in kleinen Stücken weiter. Und wir können das sogar, wenn wir wollen, unendlich oft machen. Dann machen wir hier ein Limes N nach unendlich. Hauen wir den Winkel immer kleiner. Und wenn der Winkel sehr klein ist, machen wir aus dem Cosinus plus I Sinus jetzt ein 1 plus I Phi durch N. Und jetzt haben wir natürlich so ein bisschen eine Subtilität und das müssen wir uns später mal noch anschauen, aber nicht heute.
Wir machen hier eine Näherung für kleine n, aber danach multiplizieren wir es ganz oft mit sich miteinander. Das heißt, haben wir wirklich noch, ja, da passieren zwei Dinge für n nach unendlich, die in die unterschiedliche Richtungen zerren. Also haben wir das wirklich noch unter Kontrolle? Tatsächlich haben wir, ja, tatsächlich ist das hier gleich, also jetzt dem Limes, n nach unendlich, 1 plus i phi durch n hoch n. Und so hatten wir die e-Funktion definiert. Das ist also e hoch i phi. Und jetzt sind wir bei dieser schönen Beziehung hier. E hoch i phi ist Cosinus phi plus i Sinus phi. Und wenn wir jetzt einen bestimmten Wert einsetzen, wenn wir pi einsetzen, der Cosinus von pi ist minus 1, der Sinus von pi ist 0, dann steht hier, minus 1 plus 0 ist gleich e hoch i pi. Und da wollten wir hin. Also, wir haben das i so willkürlich eingeführt. Wir haben dann mit dem i gerechnet, wie mit reellen Zahlen auch, plus und mal. Wir sagen, wir machen alles, was wir über plus und mal definieren können, definieren wir auch für solche komplexen Zahlen, weil wir gesehen haben, dass das funktioniert. Also insbesondere können wir unsere e-Funktion, die wir hier mal eingeführt hatten, so definieren. Und dann haben wir mit dieser geometrischen Überlegung, da war der Knackpunkt, Multiplikation mit komplexen Zahlen hat was mit Drehen zu tun. Mit dieser geometrischen Überlegung haben wir dann jetzt tatsächlich finden können, dass diese e-Funktion mit komplexem Argument irgendwas mit Sinus und Cosinus zu tun hat. Das gibt zum einen diese hübsche Gleichung, aber die hübsche Gleichung ist natürlich nur ein Gag. Warum ist das jetzt tatsächlich, also ich mache das heute zur Unterhaltung und wir werden auch noch mal ein bisschen ausführlicher drauf kommen und Sie haben vielleicht das Gefühl, dass hier an der Stelle eventuell noch was fishy war, was man noch irgendwie genauer begründen müsste, zumindest falls Sie mathematisch präzise sein wollen. Das heißt, das war jetzt so ein bisschen so eine Vorausschau hier. Tatsächlich gucken wir uns das nochmal auf einem anderen Weg an und werden da alles kontrollieren später mal. Also die Beziehung, die ich hier rot unterstrichen habe, die stimmt. Auch wenn ich sie heute hier so ein bisschen im Schnelldurchlauf locker hingeschrieben habe. Der Knackpunkt war, Multiplikation hat was mit Drehen zu tun. Das ist die Message zum Mitnehmen. Und warum bedeutet das jetzt, dass komplexe Zahlen tatsächlich auch für Sie in den Naturwissenschaften, in Anwendungen eine Rolle spielen können? Haben Sie da eine Idee? Okay, Sie dachten jetzt gerade an die grafische Sache mit, wir haben irgendwie Daten und haben die in irgendwelchen Koordinatensystemen, da hilft uns grafisches Verständnis was. Jawohl, das ist eine Idee. Ich wollte jetzt ganz konkret auf die rote Formel raus. Cosinus und Sinus sind tatsächlich jetzt hier in dieser komplexen E-Funktion kodiert. Und anstatt mit Cosinus und Sinus zu rechnen, können Sie jetzt mit einer komplexen E-Funktion rechnen. Sagen Sie, um Gottes Willen, warum soll ich mit einer komplexen E-Funktion rechnen? Komplex klingt doch schon, wie wenn es kompliziert wäre oder so. Aber wenn Sie jetzt überlegen, wie sind denn die Rechenregeln für die E-Funktion? E hoch irgendwas mal E hoch was anderes ist E hoch irgendwas plus das andere. Ja? Ganz einfache Rechenregel. Das Äquivalent zu dieser einfachen Rechenregel war bei, wo war es? Hier, Sinus und Cosinus. Diese hässlichen Additionstheoreme, die Sie alle nicht mehr, die ich hier oben verwendet habe, die Sie alle nicht mehr im Kopf hatten. Ne? Das heißt, anstatt mit solchen Sachen zu rechnen, und es gibt noch mehr so furchtbare Beziehungen mit Sinus und Cosinus, müssen Sie nur noch mit E-Funktionen rechnen. Und tatsächlich tun Sie das, sobald irgendwo was anfängt zu schwingen, periodisch zu sein.
sie ein Signal haben, dass sie in Anteile, die auf einer kürzeren und einer längeren Skala oszillieren, zerlegen. Fourier-Transformation heißt das. Sobald sie Differentialgleichungen lösen, die irgendwelche periodischen Vorgänge beschreiben, da sind sie immer heilfroh, wenn sie mit E-Funktionen rechnen können und erst ganz am Ende vielleicht ihr Ergebnis in irgendwas mit Sinus und Cosinus übersetzen. Also obwohl dieses komische imaginäre I zunächst nicht auf dem Stein draufsteht, den Sie umdrehen, oder auf der Heuschrecke, die Sie gerade gefangen haben, ist es tatsächlich etwas, was uns wahnsinnig hilft, wenn wir rechnen. Und das tun wir, wenn wir Daten analysieren. Und das tun wir. Damit machen wir Schluss für heute. Wir sehen uns am Freitag um 7:45 hier in diesem Saal. Dankeschön.